Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute darf ich es euch endlich sagen. Heute darf ich euch verraten, was mein Geheimprojekt die ganzen letzten Monate war. Und wenn du Bock drauf hast, das zu erfahren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich sag's einfach jetzt mal direkt gerade raus. Und zwar habe ich ein Buch geschrieben. Yay! Ernsthaft, ich habe ein Buch geschrieben im Pelletier Verlag. Es ist ab jetzt verfügbar. Es ist ein Buch, ja, eigentlich, das hat Sammy aus seiner Sicht mehr oder weniger verfasst. Also, er verschläft jetzt leider gerade den Launch. Es läuft bei ihm, ich sag euch das. Und es ist total spektakulär. Also, ja, ab jetzt bestellbar im Pelletier Verlag. Ich habe es euch in der Infobox verlinkt und alles drumherum werde ich euch jetzt im Video auch so ein bisschen erzählen. Aber ich wollte es am Anfang schon mal direkt gesagt haben, weil ich kann einfach sowas nicht für mich behalten. Es war so schwer, das jetzt die letzten Monate und unter verschlossenen Gedönsen zu halten, dass ich meinen Schnüss halte. Und ja, vor allem, weil das einfach ja auch immer wieder so mein Drumherum bestimmt hat. Und es ist einfach der Wahnsinn. Also ja, ne? Da hat Danny mich angesprochen und gefragt, ob ich nicht vielleicht Bock hätte, ein Buch zu schreiben. Ja, ich meine, ne, was bespricht man sonst so ganz entspannt irgendwie auf einem, ich glaube, es war ein Dienstag, Mittag. Es ist unglaublich. Und da hat er mich im Oktober letzten Jahres, glaube ich, gefragt. September oder Oktober müsste das gewesen sein. Das war kurz vor dieser ganzen Adventskalender-Eskalationsgeschichte, die dann ja immer auf meinem Kanal startet, sodass ich dann quasi, nachdem das alles durch war, mit dem Schreiben begonnen habe. Also Ende letzten Jahres habe ich angefangen und bin dann jetzt fertig geworden und da ging auf einmal alles super, super schnell. Von Anfang an war für mich tatsächlich klar, was für eine Geschichte es werden soll. Denn wer begleitet mich in meinem Leben so intensiv und so emotional wie Sammy? Eigentlich, oh. Gut, mein Freund, ja, gut, ja, aber mein Freund möchte nicht so gerne öffentlich gemacht werden. Von daher, der bleibt lieber im Hintergrund. Sammy ist da eher so die schlafende Rampensau und da habe ich mir einfach gedacht, alles klar. Für mich stand die Geschichte auch schon von Anfang an im Kopf fest, muss ich ehrlich gestehen, weil ich schmuse so oft mit Sammy und schaue ihn mir einfach ganz genau immer wieder an. Und ich weiß noch, als er vor 5 Jahren zu uns kam und ich einfach super, super vorsichtig angefangen habe, eine Bindung zu ihm aufzubauen, ihn zu streicheln und auch mich dazu erstmal durchkämpfen musste, in Anführungsstrichen, ihn überhaupt an seinen Narben zum Beispiel zu berühren. Und ich habe mich sehr häufig gefragt, woher hat er all die Narben? Was ist ihm in den 2 Jahren, die er nun mal auf der Straße gelebt hat, passiert? Was ist seine Geschichte? Was ist mit seinen Eltern passiert, mit seinen Geschwistern, mit seinen Freunden, seiner Familie? Und wie ist er zu diesem Wesen geworden, was er nun mal ist, zu diesem sanftmütigen, unfassbar schläfrigen Wesen, was einfach so dankbar und so ein, ne, Wesen ist, wie er nun mal ist? Und da ich mir diese Fragen einfach in den letzten 5 Jahren immer wieder gestellt habe, hat sich da schon auch so eine hypothetische Geschichte in meinem Kopf entwickelt, sodass ich sie im Prinzip nur noch auf Papier bringen musste, was gar nicht so einfach ist, wenn ich mal ehrlich sein darf. Das Buch heißt ja Sammy, endlich ankommen. Und das ist jetzt einfach mal eine Geschichte, wo wir alle das Ende kommen. Monsieur ist hier am Start. Aber die Frage ist halt, was hat sich dann im Vorfeld ereignet? Was ist da passiert? Und ich finde, das ist eigentlich auch so das Spektakuläre an der ganzen Geschichte. Und ja, weiß ich nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Freude mit dem Buch und super viel Spaß dabei, in die Geschichte von Sammy einzutauchen, sie zu erleben und einfach das Buch in euch aufzunehmen, kann man das so sagen, in einer Zeit, wo es vielleicht nicht ganz so schön draußen ist, ist es vielleicht in der Geschichte ein bisschen seichter, ein bisschen ein kleiner Rückzugsort für euch, dass ihr einfach auf andere Gedanken kommen könnt zum Beispiel. Oder als Geschenk, falls ihr jemand anderen auf andere Gedanken bringen möchtet. Das ist vielleicht auch eine ganz coole Idee, meiner Meinung nach. Ganz objektiv hier, ne? Und da bin ich auch sehr, sehr gespannt auf euer Feedback. Also wenn ihr das Buch kauft, wenn ihr das Buch lest und mich zum Beispiel auf Instagram verlinkt in einem Post von euch, wenn ihr da ein Review zu schreibt oder wenn ihr mir einfach eine Nachricht über Instagram schreibt oder unter diesem Video, wenn ihr das Buch gekauft habt, dann einfach nochmal nach ein paar Wochen ein kleines Review-Gedönsen reinschreiben möchtet. Das würde mich auch total interessieren, weil mich interessiert extrem, wie euch das Buch gefällt, wie euch meine Art und Weise, Sammys Geschichte zu erzählen, gefällt, beziehungsweise Sammy erzählt sie ja eigentlich selber, denn das Buch ist komplett aus seiner Sicht geschrieben.
Und ja, es ist ein herzergreifendes Buch. Also als ich meine Mom dabei beobachtet habe, die war nämlich die Lektorin des Buches, wie sie es gelesen hat, sie musste manchmal schmunzeln, manchmal musste sie herzhaft lachen, aber manchmal musste sie auch ein bisschen sich ein Tränchen verdrücken, weil es dann doch sehr traurig wurde oder einen Twist gab oder so. Ne? Also das ist schon ein Buch, was man sich einfach mal geben darf, um das mal so zu sagen, falls einen das interessiert, was den Bereich Tierschutz angeht. Weil Sammy kommt ja über den Tierschutz zu uns. Der wurde 2 Jahre war der auf der Straße und dann ist er über den Tierschutz nach Deutschland gekommen. Und ja, da steht die Arche vor Dogs natürlich auch in einem ganz, 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 ganz großen, besonderen Punkt dort in dem Buch. Und da bin ich auch sehr dankbar, der Arche vor Dogs, dass, ja, dass sie einfach auch mich dabei supporten. Und ich hatte nämlich dort angerufen und gefragt, wie sieht's aus, darf ich euch überhaupt namentlich nennen? Und da wurde auch direkt gesagt, klar, macht das sehr, sehr gerne. Und ja, genau, so schließt sich der Kreis nämlich irgendwie. Die Frage ist natürlich, was bekommt ihr für euer Geld? Denn 12,99 € kostet das Taschenbuch, wie das so regulär üblich ist bei Danny in dem Pelletier Verlag. Ne? Und ihr bekommt ungefähr 120 Seiten, ein bisschen mehr dürfte das sein. Und wenn ihr möchtet, wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch auch gerne eine Tasse dazu bestellen. Ich habe 2 Tassen Design tatsächlich. Das ist einmal eine Tasse, wo Sammy und ich drauf abgebildet sind. Und einmal ist es eine Tasse, da haben mein Freund und ich, und das ist nur ein Auszug davon, Pfotenabdrücke von Sammy genommen und das dann quasi auf die Tasse gebracht. Mit einer ganz großen Hilfe von Danny tatsächlich, muss man auch dazu sagen, weil er doch sehr schnell und cool diese Designs dann auch erarbeitet hat. Also hat er mega geil gemacht. Ja, das war ziemlich witzig. Da saßen Sammy, mein Freund und ich bei uns im Wohnzimmer auf den Fliesen und haben mit Sammy Pfotenabdrücke gemacht. Ein Traum. Also wirklich, es war echt sehr, sehr witzig. Und ja, genau, das hier werde ich mir wahrscheinlich einrahmen, so als kleines Bild und in Ehren halten. Denn ja, so erinnere ich mich dann immer wieder an die mega niedliche Situation. Die Tassen kosten übrigens jeweils 14,99 €. Und wenn ihr euch dieses Sammy-Set bestellt, also quasi das Buch und die beiden Tassen zusammen, kostet das 39,99 €. Dann ist das Ganze ein bisschen reduzierter. Und ja, ab 30 € ist es eh versandkostenfrei im Pelletier Verlag zu bestellen. Ihr könnt auch gerne weiter dort rumstöbern, denn ja, nicht nur mein Buch ist dort zu finden, sondern halt natürlich auch die ganzen Bücher von Danny. Das geht ja wirklich querbeet vom ganzen Genre her, da könnt ihr euch austoben. Aber er hat natürlich auch andere Autoren dort vertreten und auch die Kochbücher von ihm und Maxim sind dort auch zu finden. Dann haben wir da auch weitere Tassen. Wir haben da so viele coole Sachen mit dabei. Die ganzen 3D-Karten, da habe ich mich ja schon wild ausgetobt. Und natürlich auch die Biografie von Nico Abrell könnt ihr dort auch finden, wenn ihr möchtet. Schaut euch da, wie gesagt, einfach um. Tobt euch aus und ja, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, auf euer Feedback, auf eure Einschätzung zu dem Buch und wie ihr das so findet. Ich ja, bin sehr gespannt. Ich werde auch öfters gefragt, Mensch, wie kann man dich denn unterstützen? Jetzt wäre so der Zeitpunkt, da würde die Party halt abgehen, ne? Denn Support ist kein Mord. Also da könnt ihr mir halt wirklich zeigen, dass meine Arbeit wertgeschätzt wird und dass ihr Interesse daran habt. Und vielleicht, vielleicht wird es sogar irgendwann ein weiteres Buch geben. Und ich finde es total cool. Also wenn ihr jetzt bestellt, dann würdet ihr halt die Erstauflage vorbestellen können. Und ungefähr Mitte April könntet ihr das dann in euren Händen halten. Also könnte sogar fast passend zu Ostern kommen. Ich möchte es nicht allzu sehr versprechen, aber halt so um Ostern drumherum, ne? Und ich fände es einfach, ich würde mich voll freuen, wenn ihr da einfach ein Teil von mir bei euch zu Hause im Schrank stehen hättet. Ich meine, wie geil wäre das denn? Ich würde mich hart freuen. Ja, und beim Pelletier Verlag könnt ihr halt easy peasy per PayPal bezahlen oder Kreditkarte, Vorauskasse, so ein Kram, ne? Es ist halt wirklich super simpel. Und ja, zum Ende des Videos möchte ich mich eigentlich noch ganz gerne bei ein paar Leuten bedanken, die das überhaupt ermöglicht haben, dass ich dieses Buch veröffentlichen konnte. Zuallererst möchte ich mich bei dir bedanken, Sammy. Denn ohne dich hätte ich im Leben niemals so eine Geschichte in meinem Kopf entwickeln können. Du bist meine Inspiration. Du bist derjenige, der all die Ideen in meinem Kopf hat entstehen lassen. Du bist derjenige, der immer wieder ankam, wenn ich das Buch geschrieben habe, mich angestupst hat und mir immer wieder neue Ideen in den Kopf gepflanzt hat, durch deine Niedlichkeit und durch all das, was du bist. Der süßeste, fantastischste und coolste Hund auf der ganzen Welt. Nö? Findest du auch?
Meinst du? Ja. Als nächstes möchte ich mich ganz gerne bei Danny bedanken. Danke, Danny, dass du derjenige warst, der meine Kopfkreativität auf ein Blatt Papier projizieren konnte, der mich dazu inspiriert hat, überhaupt ein Buch zu schreiben und diesen Mut in mir geweckt hat, das zu machen. Also vielen, vielen Dank, dass du mir überhaupt diese Möglichkeit hier gegeben hast. Und ja, da, wow, das ist tatsächlich richtig, richtig geil. Danke natürlich auch an meine Familie. Also meine Mom ist die Lektorin, die werdet ihr sogar in dem Buch finden. Und zusammen mit meinem Papa hat sie damals halt auch, als ich ein Kind war, meine ganze Kreativität, mein kreatives Schreiben gefördert, gefordert und mich überhaupt dazu inspiriert, sowas machen zu dürfen, zu können, zu wollen und mich zu so einem kleinen Bücherwurm erzogen, der ich nun mal bin und ja, tatsächlich mich dann auch in genau dieser Zeit auch sehr unterstützt. Also meine Eltern waren da wirklich alle beide an meiner Seite die ganze Zeit über und da bedanke ich mich wirklich von Herzen bei beiden, dass sie mich so erzogen haben, wie sie mich erzogen haben. Ein großes Dankeschön gilt auch meinem Freund, meinem Schatz. Ohne Witz, er hat mir erst im Nachhinein erzählt, dass er es immer total süß gefunden hat, wenn er mich gesehen hat, wie ich da Gedanken versunken auf meinen Laptop gestarrt und an mein Buch geschrieben habe. Schön, dass er mir das nicht während der Zeit gesagt hat, denn ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, dass ich dann an meinem Laptop saß und geschrieben habe und nicht zu ihm auf die Couch gegangen bin. Aber er fand das immer unfassbar süß und ja, fand das auch sehr cool. Er ist derjenige, der die ganzen Bilder gemacht hat. Er ist mein Fotograf, er ist derjenige, der meine natürlichste Seite zum Vorschein bringt und eben nicht dann abdrückt, wenn ich künstlich lächle, sondern dann abdrückt, wenn ich ganz natürlich und normal gucke, lächle, bin. Und das ist etwas, das kann nicht jeder und er sieht mich halt ganz genauso, wie ich bin und dafür bin ich ihm unheimlich dankbar. Und mein allergrößtes Dankeschön gilt natürlich euch Leute. Ich meine, wen würde es jucken, wenn ich vor ein paar Jahren irgendein Buch herausgebracht hätte, wenn ich irgendeine Geschichte geschrieben hätte oder mir irgendwas ausgedacht hätte. Wenn ich, keine Ahnung, Videos drehen würde und keiner sie schauen würde, wäre das natürlich ziemlich traurig. Ihr seid diejenigen, die mir ermöglicht haben, meinen allgemeinen Traum, meinen Traum zu leben, das hier zu meinem Beruf zu machen, hier sein zu dürfen und dafür bin ich euch unglaublich dankbar. Und ja, deswegen finde ich es einfach cool, dass ich ein Buch im Pelletier Verlag herausbringen konnte, sodass es für alle zugänglich ist. Es ist ein Produkt, was für alle auch erschwinglich ist und dementsprechend hoffe ich, dass ich damit auch euren Geschmack treffen konnte und bin gespannt auf euer Feedback. Ich habe es mehrfach in diesem Video gesagt, aber ich bin wirklich saumäßig gespannt darauf, Leute. Wie gesagt, schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles verlinkt. Schaut beim Pelletier Verlag vorbei und ja, gönnt euch auf jeden Fall meine relativ fiktive Geschichte, die doch irgendwie auf einer wahren Begebenheit beruht, denn Mr. Wow ist hier am Start und irgendwie hat er seinen Weg hierhin gefunden. Und ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das war's mit dem Video. Und wenn es euch hier gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben den Kanal von Danny Pelletier. Hier unten, wenn ich es hinkriege, den Kanal vom Pelletier Verlag. Ich weiß nicht, wie viele Kanäle ich verlinken kann. Hier unten meinen neuesten Upload. Und wenn du möchtest, kannst du hier oben klicken, um mich einmal kostenlos zu abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!